Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, unser gemeinsamer Antrag beginnt mit folgendem Satz. Das Abgeordnetenhaus ist empört über den Umgang des SPD-CDU-Senats mit Menschen in Not, die als Flüchtlinge nach Berlin kommen. Empörung ist bereits milde ausgedrückt. Als ob diese Menschen bereits nicht genug gelitten haben, werden sie jetzt auch vom Berliner Senat veräppelt. Frau Lücke sagte gestern auf einer Veranstaltung in der Heiligkreuzkirche in Kreuzberg, sie kann die Flüchtlinge verstehen, dass sie dem Berliner Senat nicht mehr vertrauen können. Ja, ich kann auch die Flüchtlinge verstehen, dass sie diesem Senat nicht mehr vertrauen können. Die Entwicklung der vergangenen Monate dürfte bekannt sein. Deshalb nur kurze Überschriften. Der Senat lässt die Flüchtlinge über 18 Monate auf dem Oranienplatz unter widrigen Umständen kampieren. Dann wird auf eine Pressekonferenz mit hochrangiger Besetzung regierender Bürgermeister Klaus Wowereit, Innensenator Henkel, Integrationssenatoren, aber auch die Bezirksbürgermeisterin aus Friedrichshain-Kreuzberg eine Vereinbarung verkündet. Den Betroffenen werden vollmundige Zusagen gemacht. Alle diese Zusagen werden nicht eingehalten. Weder wurde die Möglichkeit einer intensiven Beratung vor der Anhörung ermöglicht, noch wurde eine seriöse Anhörung durchgeführt. Und deshalb gab es in keinem Einzelfall eine positive Entscheidung, sehr geehrte Damen und Herren. Was passierte danach? Danach führt derselbe Innensenator, der bei der besagten Pressekonferenz neben der Integrationssenatorin gesessen hat, diese Integrationssenatorin vor, indem er ein Gutachten vorlegt und behauptet, sie hätte diese Vereinbarung gar nicht unterschreiben dürfen. Als die Flüchtlinge, nachdem sie vom Berliner Senat getäuscht worden sind, ihre Proteste zu Recht wieder aufnehmen, wird ihnen Essen, Wasser und medizinische Versorgung verweigert, und das über 13 Tage lang. Klaus Wowereit, er schweigt. Senatorin Kulat, sie schweigt. Dass der regierende Bürgermeister schweigt, ist eventuell darauf zurückzuführen, dass er sich wohl innerlich bereits verabschiedet hat. Warum aber schweigt die Integrationssenatorin Dile Kolat? Weil sie sich selber gar nicht als Integrationssenatorin versteht, oder? Zu Sozialsenator Mario Chaya, der ja auch nicht ganz unschuldig bei diesem Skandal ist, möchte ich nichts sagen, denn er spielt in der zweiten Liga. So hat der Berliner Senat die Weltstadt Berlin, ich darf zitieren, die menschliche Metropole, die sich ihrer Geschichte bewusst ist und ihre Zukunft auf Weltoffenheit und Toleranz aufbaut. Übrigens Regierungserklärung vom 10. April 2014 heruntergewirtschaftet. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, so hat der Berliner Senat Berlin heruntergewirtschaftet. Wir haben es auch in unserem Antrag formuliert. Diesem Senat geht es offensichtlich nicht darum, eine Lösung für die Flüchtlingssituation zu finden, sondern anscheinend darum, die Flüchtlinge über den Tisch zu ziehen. Herr regierender Bürgermeister, nutzen Sie Ihre Richtlinienkompetenz, halten Sie Wort, sorgen Sie dafür, dass dieses Trauerspiel endlich ein Ende findet und die Abmachung vom März dieses Jahres ohne Abstriche, ohne Wenn und Aber umgesetzt wird. Herzlichen Dank.